PKK, eine Terrororganisation, die für viel Leid in der Türkei verantwortlich ist. Mehr als 40.000 unschuldige Menschen kamen bislang bei PKK-Angriffen ums Leben. Doch die Reichweite der Terrorgruppe beschränkt sich nicht auf die Türkei. Auch in der EU und den USA gilt sie offiziell als Terrororganisation. In Deutschland agiert die PKK unter dem Deckmantel von regionalen Vereinen, die alle dem Dachverband KONMET unterstehen. Bis 2019 hatte NAVDEM diese Funktion inne. Bereits 1993 wurde die PKK vom Bundesinnenministerium in Deutschland verboten. Wir reden über unter anderem eine Organisation, die hier verboten ist. Übrigens, ich sag mal warum. Wegen Schutzgelderpressung, wegen Waffenhandel, wegen Drogenhandel. Mit einem vernetzten Finanzierungssystem treibt die Terrororganisation in europäischen Ländern Geld ein. Nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz wurden 2019 allein in Deutschland mehr als 16 Millionen Euro an sogenannten Spendengeldern für die PKK gesammelt. In ganz Europa beläuft sich die Summe jährlich auf 25 Millionen Euro. Bei der Geldeintreibung geht die PKK in Europa systematisch vor. Die Höhe der Beiträge wird nach dem Einkommen der Anhänger berechnet. Doch nicht nur zivilgesellschaftlich, sondern auch parteipolitisch erhält die PKK in Deutschland viel Zuspruch. Linke Parteien und Verbände sind seit Jahren in enger Zusammenarbeit mit der PKK. So bieten sie den Anhängern ganz bewusst Zugang zu politischen Ämtern. Das Ziel der Lobbyarbeit? Das geltende PKK-Verbot aufheben und politisches Interesse für die Organisation wecken. Für die Bürger in Deutschland, die aus der Türkei stammen, stellen die Aktivitäten der terroristischen Vereinigung eine direkte Bedrohung dar. Auch kurdischstämmige Menschen sind von diesen Angriffen betroffen. 2019 verübte die PKK bundesweit mehr als 20 Übergriffe auf Moscheen, Einrichtungen, Arbeitsplätze oder Personen. Ein Drittel dieser Angriffe war gegen die muslimischen Gebetshäuser gerichtet. Damit ist die Zunahme von Moscheeangriffen in Deutschland nicht ausschließlich auf islamfeindliche oder rechtsextreme Motive zurückzuführen. Zwar sind Menschen in ganz Europa von PKK-Angriffen betroffen, mit rund 59% führt aber Deutschland die Liste an. So kam es auch im vergangenen Jahr zu Übergriffen auf Moscheen in Deutschland. Nach offiziellen Angaben hat die Terrororganisation mehr als 14.000 Mitglieder in Deutschland. Der Verfassungsschutz hat die PKK deshalb als die mitgliederstärkste, nicht-islamistische, extremistische Ausländerorganisation eingestuft, die das Bundesgebiet für Propaganda, Lobbyarbeit und als Finanzquelle nutzt.